dieser Eigenschaft als Neumitglied des Landesausschusses für den Kirchentag in der EKM, also für den Deutschen Evangelischen Kirchentag in der EKM, stehe ich jetzt auch vor Ihnen als weniger als Vertreter des Kirchenkreises in Südbrandenburg der EKM, sondern Landesausschuss. Da bin ich reingekommen als Neuanfänger, nachdem der Reformationssommer im Grunde gelaufen ist. Und sozusagen durch den Kreis der Referenten gewählt. Und was man so macht als ordentlicher Neuanfänger, man liest sich die Ordnung durch. Ja? Was hat die Landeskirche beschlossen? Da kann man schön lesen, der Landesausschuss der EKM verantwortet die Kirchentagsarbeit auf dem Gebiet der Landeskirche. Das ist echt toll. Dann bist du ja sozusagen am Zentrum, kriegst das also mit auf die ganzen Auswertungsdebatten. Habe mich richtig gefreut, als ich dann die erste Tagung mitgemacht habe, war mir klar, es geht weniger darum, sozusagen den Kirchentag insgesamt zu beurteilen, als darum, nochmal deutlich zu machen, dass es den Landesausschuss gibt. Und dass er sozusagen eine wichtige Stimme hat im Gesamtsetting. Ich will jetzt keine Seelsorge jetzt hier so anschieben oder signalisieren, dass wir welche bräuchten, sondern das, was mir das zeigt, als jemand, der die ganzen Prozesse nicht wirklich miterlebt hat, sondern sie nur von außen betrachtet, ist wirklich Dialog gewollt gewesen. Hat es eine intensive Debatte darüber gegeben, was wir als Landeskirche mit diesem Projekt Kirchentag auf den Weg wirklich auch anschieben wollten? Hat es einen langen Streit gegeben um das Motto, um dann mal auf den Punkt zu bringen, was uns als Landeskirche jetzt in diesem Jahr 2017 wirklich am Herzen liegt? Nach meiner Wahrnehmung ist es so gewesen, das Thema ist in den unterschiedlichsten Gremien diskutiert worden. Ja, also ich durfte auch einige besuchen, den Konferenz der Landesausschüsse des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Da gab es das Präsidium des DEKT, die Präsidialversammlung und so weiter. Nach meinem Eindruck ist es dort immer mit Bauchschmerzen diskutiert worden. Also so nach dem Motto, als Kirchentag auf Weg, da habe ich sozusagen meine Probleme mit. Es hat sich nicht wirklich jemand dafür erwärmen können, geschweige denn, dass es wirklich, so wie ich mir das so gewünscht hätte, richtig heiß diskutiert worden wäre. Ich weiß nicht, das ist jetzt Deutung, ja. So nach 10 Jahren Dekade, ich glaube, da hat man auch das Gefühl, wir wissen alles. Es ist alles beforscht, es ist alles, die dicken Bücher sind geschrieben. Wir haben einen unglaublichen Stand erreicht. Und jetzt ist der nächste Schritt, das auch sozusagen mit einem professionellen Management auch umzusetzen in eine Großveranstaltung. Nach meinem Eindruck, und das ist so für mich so der Satz, der aus 2017 übrig bleibt für mich, das Evangelium kann man nicht machen. Es ist praktisch nicht so was man sich mal erarbeitet und dann zwischen zwei Buchdeckel packt und dann, wenn ich es brauche, rausziehe, sondern das Evangelium ereignet sich im Prozess eines Gespräches, im Streiten, im Auseinandersetzen. Es ist also etwas, was mal da ist und eben mal wieder nicht. Das Evangelium kann man nicht managen, so wie man ein Großevent managen kann, sondern es ist eben irgendwie da. Eine Mitwirkende aus dem Kirchentag in Weimar, ist jetzt hier schon viel angesprochen worden, der Kirchentag, die hat mir erzählt, es gab, muss ja an so einem Abend der Begegnung diese lange Tafel gegeben haben und jeder war eingeladen, natürlich die Gretchenfrage zu diskutieren, von wie hältst du es mit der Religion, und berichtete, wie großartig das gewesen ist, dass da Menschen, Christen, Nichtchristen, miteinander gegessen haben und angefangen haben, genau diese Frage zu diskutieren. Wie hältst du es mit der Religion? Was ist für dich der Grund in deinem Leben? Was trägt dich in den wunderbaren Zeiten, wenn die Enkel geboren werden oder wenn du deinen Schatz gefunden hast? Was trägt dich in den Krisen? Und da haben tatsächlich wunderbare Gespräche stattgefunden. Die Dame hat mir das so lebendig erzählt, dass ich jetzt meine, ich wäre da gewesen. Und
Wenn ich meinen Wunsch formulieren soll und darf an dieser Stelle, und so viel Zeit habe ich noch, dann würde ich sagen, lasst uns diese Geschichten erzählen, von dem, was wir da erlebt haben. Die Geschichten von dem, was uns wirklich bewegt. Es ist also nicht so sehr unser Auftrag, was zu organisieren in Veranstaltungen, sondern es ist unser Auftrag, zuallererst diesen Gesprächsprozess zu organisieren. Und zwar an jeder Stelle eines, wenn wir ein großes Event planen, an jeder Stelle dieses Eventes. Das heißt, die heißen Diskussionen ums Motto mit einer kritischen Gruppe von 24 Leuten aus Politik und Gesellschaft, Theologie und Gemeinde, die immer genau hinschauen, sind wir auf dem Kurs bei so einem Dings. Das wünsche ich mir fürs nächste Mal. Vielen Dank.